So, willkommen zu Teil 9 und dem letzten Teil unseres Tutorials zum Paketieren mit dem Matrix 42 Package Robot. Wir sind hier auf der PC Praxis CD von 2016, Nummer 3, und haben hier diese ganzen Vollversionen und machen daraus jetzt Pakete. Ich habe jetzt mal ein paar übersprungen und bin zur letzten gegangen, weil das auch das letzte Praxistutorial ist. Hier haben wir jetzt eine Geschichte, wo viele Dateien drin sind, also nicht nur eine, sondern viele in dem Paket. Und es ist ja auch interessant, wie man das dann in ein Paket rein paketieren kann. Zunächst sind es natürlich zwei verschiedene Programme. Wir haben also einmal hier diese Panorama-Geschichte und wir haben dann hier dieses Foto Plus. Das heißt, normalerweise, wenn man das jetzt macht, wird man eben jetzt nicht hier oben in der Maske anfangen und dieses Setup starten, weil dieses Setup ruft jetzt wiederum auch nur das Setup hier in dem untergeordneten Ordner auf. Das heißt, wir machen ein Setup für das Foto Plus und dann ein Setup für das Panorama Plus. Das ist auch von den Dateien her besser. So, ich nehme jetzt also hier diese Setup-Exe und ziehe die auf den Installationsrekorder und dann schauen wir mal. Der SA fragt jetzt, will er 32 oder 64 Bit? 64 Bit ist okay. Da klicke ich nochmal drauf. BTC1 ist in Ordnung. Dann mache ich okay. Das bedeutet, ich hätte auch gleich hier das entsprechende 64-Bit-Setup starten können. Das heißt, dieses Setup bringt mir nur noch zusätzlich diese Auswahlmaske. Und dann drücke ich mal auf Weiter. Das hier festlegen. Die Produktschlüssel kann ich auch festlegen, indem ich jetzt einfach da reinklicke. Aber das sehen wir dann auch hier. Hier steht dann immer dieser Produktschlüssel drin. Und wenn ich jetzt auf Weiter klicke, das ist jetzt. Dann steht hier auch dieser letzte Produktschlüssel drin. Und jetzt stimme ich auch noch diesen Lizenzverträgen zu. Das lassen wir mal, obwohl ich klicke mal einen, damit man sieht, dass das auch geht. Hier noch einen. Steht eins da, jawohl. Und was machen wir hier? Wird vollständig auf lokaler Platte installiert. Gut, das ist eh vollständig. Da braucht man im Moment nichts tun. Weiter. Desktop-Verknüpfung will ich auch. Den Pfad hier klicke ich einmal an, dann könnte man den auch später ändern, wenn man will. Und installieren. Da ist auch das Icon auf dem Bildschirm erschienen. Dann ist das Setup bald am Ende. So, fertigstellen. Das ist ja interessant. Der will jetzt also einen Neustart. Das sage ich jetzt aber nein. Und Save und Exit. Den Neustart sollte man ja auch immer mit dem Matrix vornehmen und nicht von dem Robot-Skript aus. So, jetzt kopiert der InstaREC diese ganzen Dateien, die jetzt hier in dem Ordner sind, in unseren Projektordner. Und sobald er damit fertig ist, geht dann hier auch der Editor auf. Das ist ein langes Skript, also das ist jetzt unser größtes Paket bisher. Wir werden es gleich sehen. Ich mache da jetzt auch gleich ein Paket draus, aber naja, eigentlich ist es ganz leicht. Ich wollte eigentlich den Drag-and-Drop-Explorer nochmal zeigen, aber braucht man hier an der Stelle nicht. Ich muss bloß
das Häkchen rausmachen und schon wird alles automatisch eingebunden. Hier sehen wir übrigens nochmal die Texte, die jetzt da vorgekommen sind, also auch diese Codenummer und wo die da eingetragen werden. So, 4, 2, 8, 2, ja, also das waren ziemlich viele Klicks hier bei diesem Fenster. Sieht man ja, fertigstellen und dann nochmal nein, zwar den Reboot, war eine ganze Menge. So, und das haben wir jetzt hier in unserem Projektordner drin. Da ist jetzt alles drin, was zu diesem Projekt dazugehört und da ist natürlich auch unser Skript drinne. Und jetzt paketiere ich das mal. So, da ist es auch schon fertig. Und hier ist unsere Install-Exe, die jetzt das Ganze alles enthält. Die hat jetzt 286 MB. Klar, ist unser größtes Paket. Und die würde auch funktionieren. Die ist sogar Standalone. Kann ich ja mal hierher tun. Aber, und das können wir ja jetzt mal für unser neuntes Projekt machen. Wir machen, das Ganze ist hier jetzt ziemlich unübersichtlich, gefällt mir eigentlich nicht. Wir machen jetzt eine Änderung. Und zwar mache ich jetzt hier einen Ordner. Den nenne ich Neuordner. Den nenne ich jetzt Setup. Setup reicht. So, und da schiebe ich jetzt diese Dateien alle, bis auf meine Skriptdatei, schiebe ich die jetzt alle da rein in diesen Ordner Setup. So, jetzt habe ich hier draußen mein Skript und da drin ist alles andere. Und könnte ich das auch wieder reinholen hier. Machen wir aber eh später neu. Also wie gesagt, die würde auch so funktionieren. Es sieht nur nicht so schön aus. Also so sieht das Skript doch viel besser aus. Nur jetzt ist natürlich eins. Jetzt stimmt natürlich der Pfad nicht mehr. Das heißt, den Pfad, den müssen wir jetzt, wenn wir so eine Ordnung jetzt mal hier herstellen, anpassen. Und zwar steht der Pfad hier bei $SEA ist gleich. Und da muss jetzt hin ist gleich Setup Backslash. Na, hier sind wir. Setup Backslash. Ich habe ja das Setup jetzt in einen Unterordner reingetan. Also muss ich natürlich auch jetzt hier beim Pfad den Unterordner entsprechend angeben. Und included wird es ja nach wie vor hier. Damit ist es auch in Ordnung. Und jetzt kann ich schon wieder die Exe erstellen. So, die 286 MB sind, wie man so schön sagt, im Päckchen. Nicht im Kasten, aber im Päckchen. Die Deinstallation ist ja hier schon gelaufen. Das heißt, wir können jetzt mal die Installation testen, die wir gemacht haben, also unser Paket. Und da sehe ich jetzt nur einen Schwachpunkt. Und zwar, da möchte ich noch mal kurz reinschauen. Wir haben hier am Ende noch die Meldung bekommen. Auch wieder ein großes Paket, also auch wieder 23, 24 Klicks. Wir haben hier die Meldung bekommen, Reboot. Der will hier am Ende rebooten und wir haben hier Nein gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Meldung jedes Mal kommt. Also das könnte sein, wenn er alle Dateien überschreiben kann oder wenn er nicht rebooten muss, dass die Meldung gar nicht kommt. Und deswegen nehme ich mal die W45 hier und mache hier ein if window found 45 und mache das end window found da hinten hin. Also wenn nicht innerhalb von 45 Sekunden diese Meldung kommt, dann wird die überhaupt nicht, dann wird er da einfach drüber springen und sagen, ist auch gut. So, dann kompiliere ich das einfach nochmal neu.
Da ist es auch schon. Jetzt mache ich mal den Editor wieder kleiner. So. Und mache den dann weg. Brauche ich ja eh jetzt nicht. Und lasse einfach mal die Installation schon als kompilierte Installation laufen. Die entpackt jetzt natürlich ihre volle 300 MB Ladung, was ein bisschen dauern kann. So, jetzt geht's los mit der Installation. Alle Nummern richtig eingetragen, auf Weiter und dann geht es zack, zack. So, da wird er wohl am Ende angekommen sein. Da erscheint schon das Icon auf dem Desktop. Und Installation hat geklappt. Diese Meldung von dem Neustart kam auch wieder, also ist auch gleich weggeklickt worden. Wäre sie nicht gekommen, hätte das Setup eben noch 10 Sekunden drauf gewartet. Also Installation hat funktioniert. Und jetzt zeigt man nochmal die Deinstallation auf. Da ist er, der Gute. Uninstall. Okay. Weiter. Entfernen. Entfernen. Und fertigstellen. Und das Setup hat sich schon beendet. Damit haben wir alles. Dann haben wir auch die Deinstallation im Kasten. Und können auch daraus gleich eine ausführbare Datei erstellen. Und damit haben wir auch mal ein Beispiel von einem Paket, wo wir jetzt nachträglich den Pfad verschoben haben hier bei der Installation und damit die ganzen Setup-Dateien hier in so ein Unterding gemacht haben. Ich kann jetzt aber noch eine Sache zeigen, und zwar, wir haben ja per Default jetzt hier ein Include alles. Wenn ich jetzt hier zu viele Dateien habe und ich sage, ich will jetzt aber wirklich nur diesen Ordner Setup includen, dann kann ich hergehen und kann hier das Ausrufezeichen wieder reinmachen und kann hier in unseren neuen Drag-and-Drop-Explorer gehen und kann das Setup holen und jetzt die Shift-Taste gedrückt halten. Und dadurch kriege ich hier diesen Pfad schon eingesetzt, muss aber, da sich es um einen Ordner handelt, noch einen Schrägstrich und einen Stern ergänzen. Das ist ganz wichtig. Ohne dieses würde es nicht funktionieren. So, und jetzt kann ich einfach diese Exe nochmal erstellen. Was steht da? Die Datei konnte nicht geladen werden. Oho. Die gibt's nicht. Fragezeichen, Pfad. Ja, warum? Weil natürlich der Doppelpunkt fehlt hier. So, jetzt will ich aber noch eins sehen. Und go.
Was ist jetzt? Die Datei konnte nicht geladen werden. Setup Backslash. Ach so, natürlich. Es heißt ja nicht Stern, sondern es heißt Add. Nicht verwechseln. Beim Smart Package Robot ist es der Stern. Beim Matrix 42 Package Robot ist es das Add-Zeichen. Also Backslash Add muss hier stehen. Dann wird das gesamte Verzeichnis mit Unterverzeichnis genommen. Exe erstellen. Macht man es richtig, geht's auch. So, den können wir jetzt hier wieder wegmachen. So, da hat das schon. Dann mache ich den Editor zu und dann machen wir noch hier so einen letzten Test von der Installation und der Deinstallation. Erstmal die Installation. So, Installation ist durchgelaufen. Ich habe es jetzt mal ganz durchlaufen lassen, ohne Schnitt. Und jetzt die Deinstallation, die sowieso problemlos läuft, auch ziemlich schnell.
So, und damit sind wir am Ende von Teil 9. Hier haben wir ein fast 300 MB großes Paket paketiert, alle Dateien in den eigenen Ordner gelegt, den Pfad im Skript geändert und das Ganze dann zu einer Exe kompiliert. Die hatte dann 286 MB Standalone und auch ein Deinstallationspaket gemacht und damit sind wir, wie gesagt, am Ende von Teil 9 Matrix 42 Package Robot Praxis Tutorial. Bis zum nächsten Video.